Hey Leute, ich habe ja schon mal ein Theorievideo gemacht zu dem nächsten Call of Duty, das dieses Jahr erscheinen wird. Und meine Informationen waren tatsächlich größtenteils sogar richtig. Aber was wurde jetzt beim Xbox Showcase angekündigt und was können wir vom neuen Call of Duty erwarten? Das erfährst du jetzt in diesem Video. Für mehr solcher Videos vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. So, erstmal muss man wissen, dass ich damals gesagt habe, dass das Ganze im Golfkrieg spielen wird und deswegen wahrscheinlich der den Titel Black Ops Gulf War bekommt. Das ist allerdings nur teils richtig, denn ja, es spielt tatsächlich im Golfkrieg und zwar in den 1990ern. Und das finde ich schon mal ziemlich krass, dass die Information gestimmt hat, aber sie nennen es nicht Gulf War, sondern einfach nur ganz uninnovativ Black Ops 6. Ich hätte mir ein bisschen cooleren Titel gewünscht, als einfach nur Black Ops 6 zu sagen. Aber okay, egal, Hauptsache die Information stimmt und die Kampagne spielt tatsächlich im Golfkrieg. Cold War hat ja in den 80ern gespielt, also 1980 und das jetzt 1990, also 10 Jahre später. Dementsprechend sind einige Charaktere natürlich wieder mit dabei, wie zum Beispiel Woods, den man ja aus Teil 1 kennt und... Ja gut, in den anderen Teilen war er auch mit dabei, aber Russell Adler ist jetzt aus Cold War auch am Start. Also viele Charaktere werden wieder zusammengemischt und jetzt gibt es wieder eine richtig krasse Story zu bieten. Allerdings ist der Leak, den ich gesagt habe, ob es tatsächlich Open World wird, was ja das erste Mal bei Call of Duty der Fall wäre in der Story, ist allerdings nicht gesagt worden. Also da müssen wir dann tatsächlich wirklich noch ein bisschen warten, bis wir die Information bekommen. Ich fände es nicht schlimm, wenn es nicht Open World ist, aber fände es natürlich schon krass, wenn man mal so einen Schritt geht. Ob das Ganze allerdings mit COD so kompatibel ist, weiß ich nicht, aber das lässt sich ja dann sehen. Grafisch gesehen sah es wirklich auch gut aus. Also es war ein ziemlicher Hingucker und ich glaube, dass... Ja, ich werde die Story auf jeden Fall spielen. Ich meine, ich habe schon immer die Stories gezockt, es gibt viele, die machen das nicht. Aber die Stories fand ich auch immer relativ interessant. Und das sah einfach wirklich gut aus. Also da werde ich definitiv mal einen Blick drauf werfen. Aber du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, was du zur Story hältst. Dann wurde auch etwas gezeigt zum Multiplayer und ich war ja schockiert. Also nicht zu der Information, die ich jetzt preisgebe, sondern die danach. Aber erstmal ist der Fakt, wir kriegen wieder 16 neue Maps. 16 neue Maps werden am Start sein. Darunter sind dann auch 12 Standard-Maps von 6 vs. 6 Karten und 2 vs. 2 kommt dann auch noch dazu. Also da kann man wirklich was mit anfangen. Zudem bin ich mir sehr sicher, Black Ops hat ja immer Nuketown drin und da wird natürlich Nuketown definitiv wieder auch mit dabei sein. Das hat man im Stream nicht gesagt, aber das ist eigentlich so ein unausgesprochener Fakt, dass Nuketown definitiv wieder mit am Start ist und ich freue mich natürlich darauf, sehr den Multiplayer zu zocken. Es wird sehr vielfältig, es wird wieder sehr viele Aufsätze und neue Waffen geben. Also der Multiplayer wird sehr umfangreich und ich denke, dass ist wirklich einfach geil. Also der Multiplayer hat mich total abgeholt. Aber kommen wir mal zu dem Fakt, der mich wirklich richtig krass schockiert hat, und zwar im positiven Sinne. Nachdem Call of Duty immer sehr dynamisch und sehr schnell ist, ja, fand ich es cool, dass man dann auch so im Rutschen schießen kann und so, aber niemals im Sprung. Das geht jetzt auch. Also wenn man aus dem Stand springt vielleicht, ich weiß es nicht, habe ich noch nie ausprobiert, aber da kannst du im Sprung nach vorne, zur Seite oder zurückspringen. Und kannst währenddessen schießen. Also du kannst in alle Richtungen springen und immer im Sprung schießen. Du kannst auch dich auf den Boden legen, ganz normal. Aber jetzt zum ersten Mal kannst du dich auch einfach umdrehen. Du kannst dich einfach auf den Rücken legen und dann von da aus schießen. Also du hast so viel, was du machen kannst, dass es wird wirklich nochmal richtig krass. Also und auch richtig anspruchsvoll. Aber du bist auch so dynamisch, dass du dich nicht mehr so leicht abschießen lassen kannst. Und das finde ich wirklich cool. Zudem gibt es auch Modis, dass du einstellen kannst, dass er sich automatisch duckt und automatisch irgendwie hinlegt an gewissen Bereichen. Wenn du auf eine Wand zugehst und da ist ein Loch unten, dass er automatisch in die Hocke geht. Weiß ich noch nicht, was ich von der Funktion halten soll. Aber okay. Ist halt mit drin. Zudem, wenn du spawnst, siehst du ganz kurz mal schnell die Gegner. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Finde ich eigentlich jetzt persönlich nicht so cool. Der Fakt fand ich, also das fand ich jetzt nicht so nice, aber
vielleicht hilft es dem einen oder anderen, ja, einfach eine gewisse Übersicht zu haben, keine Ahnung. Trotz alledem muss ich sagen, also im Multiplayer, da gibt es so viele neue Funktionen und so, so krass. Und ich habe, als ich das angeguckt habe, so Bock gekriegt, das dann auf der Gamescom mal auszuprobieren und später, wenn es dann rauskommt, zu streamen. Absoluter Wahnsinn. Es hat super abgeholt. Es wird aber noch krasser, denn wir bekommen natürlich wieder einen Zombie-Modus. Ganz klar, sollte natürlich in einem Black Ops nicht fehlen. Allerdings, was ich sehr, sehr, sehr schade fand, dass es kaum bis eigentlich fast gar keine Informationen zum Zombie-Modus gab. Es gab ja Gerüchte und Leaks, dass vielleicht so Kino der Toten zurückkommen könnte. Und darauf habe ich eigentlich gewartet, dass das so ein bisschen gezeigt wird. Aber da, leider haben sie dazu keine Informationen rausgehauen. Wirklich sehr, sehr schade. Ich hätte gerne jetzt erfahren, ob das Ganze stimmt oder nicht. Aber ich, trotzdem finde ich es einfach cool, dass ein neuer Zombie-Modus generell wieder drin ist. Auch da wird es neue Karten geben, also neue Maps geben, wo man rumlaufen kann. Und auch da hat man sich wieder richtig ins Zeug gelegt. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Da wird es dann wahrscheinlich auch wieder das erste Gameplay bald geben. Ich denke, das Ganze wird nicht allzu lange dauern. Also müssen wir uns nicht mehr allzu lang gedulden. Aber wann kommt das Ganze denn jetzt überhaupt eigentlich raus? Ganz einfach, es ist angekündigt für den 25. Oktober, das ist eigentlich die Zeit, wo immer so die COD-Teile kommen. Auch das hatte ich in dem Theorie-Video gesagt, dass ich gemeint habe, naja, immer Ende des Jahres kommt so COD zwischen Oktober und November. Tatsächlich ist es auch so, also wirklich Ende Oktober kommt das Ding. Auch noch richtig schön an einem Freitag, dass man das ganze Wochenende durchzocken kann. Richtig cool, da freue ich mich richtig drauf. Es wird eine Open Beta geben. Du kriegst aber einen Vorabzugang, wenn du es vorbestellst. Dann, ansonsten musst du halt warten, bis die Beta draußen ist. Dann kann man es mal ein bisschen ausprobieren. Und ja, wenn das dann gemacht ist, dann wird die Gamescom irgendwann sein und dann dauert es ja nicht mehr so lange, dann ist es draußen. Jetzt ist die Frage, was hältst du vom neuen Black Ops? Findest du Black Ops 6 wirklich cool? Und würdest du es dir holen? Oder gäbe es Sachen, wo du sagst, das finde ich jetzt nicht so nice? Schreib mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich tierisch darauf. Das Einzige, was ich wirklich nur schade finde, ist, dass es nicht den Titel Gulf War hat, sondern einfach nur Black Ops 6 heißt. Aber trotz alledem finde ich es ziemlich cool. Und das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bleibt fresh. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke.